Wie bekomme ich einen Bibliotheksausweis? Wenn du in der TIB Bücher ausleihen willst oder zum Lernen zu uns kommen möchtest, benötigst du einen gültigen Bibliotheksausweis. Wie du diesen bekommst, zeigen wir dir in diesem kurzen Tutorial. Du findest alle Informationen zum Ausweis unter tib.eu, Bestellen, Ausleihe und Nutzung vor Ort, Bibliotheksausweis. Schon von zu Hause aus kannst du unser Anmeldeformular ausfüllen. Beim Feld Status klickst du Sonstige Bibliotheksnutzende an. Um den Ausweis abzuholen, kommst du mit deinem Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung vom Ordnungsamt in eine unserer Leihstellen. Bitte beachte dabei deren Servicezeiten. In der Regel ist eine Anmeldung zwischen 9 und 20 Uhr möglich. Die Ausweisausstellung kostet einmalig 5 Euro. Die Mitgliedschaft gilt 2 Jahre und kann danach kostenlos verlängert werden. Solltest du noch nicht volljährig sein, benötigst du zusätzlich noch eine von einer erziehungsberechtigten Person ausgefüllte Einverständniserklärung, die du ebenfalls auf unserer Homepage findest. Bei der Abholung ist es wichtig, dass du auch vom Erziehungsberechtigten einen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung vom Ordnungsamt mitbringst. Wenn Erziehungsberechtigte dich bei der Anmeldung begleiten, musst du keine ausgefüllte Einverständniserklärung mitbringen. Bereits vorhandene Ausweise aus anderen Bibliotheken in Hannover, zum Beispiel Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek oder auch die Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover, können in der TIB kostenlos registriert werden. Dies gilt leider nicht für Karten der Stadtbibliothek Hannover. Bis bald, wir freuen uns auf deinen Besuch bei uns.